Der hat jetzt 40 Kilo hinterm Haken hängen. Und dann geht es erstmal auf die Höhe, die erforderlich ist für den anschließenden Segelkunstflug. So, speziell für diesen Schlepp eine erweiterte Höhenfreigabe durch den Tower am Köln-Bonner Flughafen. Noch geht es aufwärts. Kevin schleppt mit der Piper die beiden Segler hoch. So, der erste Segler ist raus. Auch der zweite ist draußen. Schleppmaschine kommt jetzt steil abwärts vom Himmel. Und ich sage nichts mehr. Schauen Sie jetzt einfach den Segelkunstflug von Mario Müller und Georg Patrick an. Patrick, Georg. Gespannt, das war so nicht geplant.